Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Far Cry 6. Wo sind die denn jetzt? Gut, schnappen wir euch mal. Wer lebt denn jetzt noch? Gut, danke. Ich glaube, du hättest den jetzt aber auch erledigt, ne? Cool, cool. Komm her. Was sollte die Bevölkerung Yaras über diesen Konflikt wissen? Konflikt? Es läuft alles wie immer. Trotz der ganzen Gerüchte gibt es keinen Krieg, zumindest nicht im Osten von Yara. Stimmt's, Admiralin? Das ist kein Krieg. Ja. Die Verbrecher von Libertad werden gestoppt. Ja. Sie sind wenige, wir sind viele. Hört ihr das? Libertad? Die Frau ist knallhart und meint es ernst. Und was ist mit der gewalttätigen Bande, die man als La Moral kennt? Jeder, der Yaras Militär angreift oder... Unsere Wirtschaftsinteressen ist kein wahrer Yaraner. Meine Strategie dagegen lautet... Und ich helfe bei dieser Strategie. Ich habe Jahrzehnte Erfahrung. Ich habe eine Sicherheitsfirma. Der Osten ist sicher. Habe ich recht? Ja. No prio capis, por nada. Und cut, bin weg. Señor Presidente. Admiralin, schön, Ihre Stimme zu hören. Dürfte ich fragen, wie es sein kann, dass eine Gruppe Schulkinder in El Este für die größten Verluste der kämpfenden Truppen in diesem Krieg verantwortlich ist? Admiralin. Sie haben Unterstützung von Libertad und den Legenden. Ich habe Ihre Karriere stets interessiert verfolgt. Wählte Sie persönlich aus. Aber machen Sie sich nichts vor, es standen erfahrenere, qualifiziertere und intelligentere Offiziere zur Wahl. Sie sind nur aus einem Grund aufgefallen. Sie, Señor Presidente. Sie waren eine Frau in Uniform. Und nun könnten Sie die höchstrangigste Frau werden, deren Kopf je aufgespießt wurde. Gracias, Señor Presidente. Okay, dann... Achso, seid ihr umgesiedelt, wie mir scheint? Sehr schön. Gönnen wir uns mal hier das ganze Zeug. Wie geht es dir? Jetzt ganz gut. Und hier gibt es auch ein bisschen Loot. Danke. Ah, jetzt kommen wir hier mal rein. Schön. Alles klar. Toll. Schlechter Service. Kommt keiner. Gut, ihr seid jetzt alle wieder fit soweit.
Eingenommen haben wir auch alles. Gut, dann machen wir weiter. Nochmal zurück. Was haben wir denn noch? Knuckleball und nationaler Schatz. Schauen wir uns das doch mal an. Cool, ihr habt das Hotel eingenommen. Ich erzähl schon allen, was für eine gute Kommandozentrale das wäre. Da müsste ich nicht an der Tür Wache halten, sondern könnte endlich mitkämpfen. Das stimmt auf jeden Fall. So. Ach, weißt du was, wenn wir gerade schon mal hier unten sind, würde ich glaube ich mal gerne den Raketenwerfer aufwerten. Zielerfassung oder Lenkraketen? Ich glaube, ich nutze die Zielerfassung. Ja. So. Alles klar. Dann können wir da noch ein Talisman hinpacken, genau. Und optisch, ja. Ein bisschen Tarnung. Könnte auch eine Katze dranhängen. Cool. Gut, da haben wir sich alle Raketenwerfer schon mal freigeschaltet. Schön. Ah, wir haben noch Aufträge. Die eventuell mit weniger Explosionen auskommen. Baby Tigre, lass uns reden. Ich mag diese jungen Guerilleros. Sie erinnern mich an, naja, mich. Nur kleiner. Und wir werden mehr als einen Keller voll kleiner Tiger brauchen, um diesen Krieg zu gewinnen. Die Zeit ist gekommen, Bebe Tigre. Wir brauchen Carlito, das fünfte legendäre Mitglied der Revolution von 67. Und der härteste Kerl, den ich je getroffen habe. Soldados pissten sich in ihre Pantalones, wenn sie ihn sahen. Kennst du den Ausspruch, zwei Fliegen mit einer Klappe? Also, Carlito hat mal zwei Flugzeuge mit einer Kugel abgeschossen. Er ist ein Held der Nation. Also, das war er, bevor er in den Ruhestand ging, um im Museum zu arbeiten. Das Regime hat ihn in einen Käfig gesteckt, damit dreckige, wahre jaranische Touristas ihn beleidigen können. Seine wahre Bestimmung liegt auf dem Schlachtfeld. Wir treffen uns am Museum. Zusammen werden wir Carlito aus seinem Gefängnis befreien. Das klingt doch schon mal nicht schlecht. Castillo hat viele Kugeln, aber wir werden Carlito haben und Carlito braucht nur eine. Ich habe ein gutes Gefühl bei der Sache. Gut, da geht das wieder ein Stückchen weg. Können wir hier hinreisen? Und dann fahren wir von dir aus weiter.
So, du mal Informationen? Sag mir, was du weißt. Wir haben eine verschlüsselte Nachricht abgefangen. Es geht um eine Vorratslieferung. Schlag vor dem Militär zu, Danny. Die Vorräte können wir gebrauchen. Danke sehr. In Ordnung. Gut, dann gucken wir, ob wir das jetzt einigermaßen hinkriegen. Hör! Das war ein bisschen zu stark eingelenkt. El Tigre, ich bin beim Museum. Ich auch. Wenn du Fotos von uns sehen willst, als wir noch jung und naiv waren, leg die Waffe weg und geh einfach wie ein Touri da rein. Okay. Wäre natürlich auch eine Idee. Dann machen wir das doch mal. Tag auch. Hallo. Ich weiß schon, was Sie fragen wollen. Der Eintritt ist gratis. Sehr schön. Dieses Museum ist ein Geschenk von El Presidente Castillo an das Volk. Richten Sie ihm meinen Dank aus. Schick, schick. Ah, da sollen wir aber nicht hin. Hier ist ein Panzer. Jemand sollte mal die Broschüren überprüfen. Ich sollte die Kamera da zerstören. Buenas noches. Los, los, nicht umdrehen! El Tigre? Ist Carlito ein scheiß Panzer? Na klar doch! Was hast du denn gedacht? Ich gehe an die Kanone, Danny. Du ans Steuer. Bring uns hier raus. Carlito. Gut. Und ich kann ihn wohl kaum hier raustragen. Carlito braucht nur ein bisschen Liebe. Das schaffst du. El Tigre und Carlito wieder vereint. Bebe Tigre, geh du ans Steuer. Ich schieße. Alles klar. Finger an den Abzug. Verteilt euch. Kriegst du das hin da unten? Ich glaube schon. Ja, alles klar. Scheißdreck. Versuch mal Verstärkung zu rufen. Ah, hier hätten wir auch gut hoch können, glaube ich. Gut. Adel verpflichtet. Sehr schön. Ich glaube, dafür hat es sich gelohnt, hier nochmal runterzugehen. Naja, da sind sie ja. So.
Ist es abgeregt? Ich glaube nicht. Na dann. Oh ja, verdammt. Lass uns mal fahren. Du hättest mir direkt sagen können, dass Carlito ein scheiß Panzer ist. Ja! Was redest du denn? Das ist Carlito! Jeder kennt Carlito! Bebe Tigre! Es gibt da eine Höhle, die wir während der Revolution genutzt haben. An der nächsten Straße links, dann zur Brücke. Nichts wird sich uns in den Weg stellen. Ja, alles klar. Machen wir dann mal. Gut, das war's damit. Dafür, dass das Ding so lange zum Nachladen braucht, macht das erstaunlich wenig Schaden. So, du warst neu, ne? Jetzt nicht mehr. So, bitteschön. Weiter geht's. Schön. Das ist noch weggesprengt. Carlito bahnt sich selbst den Weg. Hinter uns noch einmal. Ich glaube, den kannst du erledigen, oder? Scheinbar nicht. Aber wenn der überall so schwach ist, was die Waffen angeht, wie das Geschütz. So, das sollte, glaube ich, reichen, denke ich mal. Wie sieht es aus? Kommen wir zur Höhle? Wurden schon ja nicht mal Soldaten. Gegen Carlito werden euch eure Helme nichts nützen. Denn Carlito kann uns nichts aufhalten. Na, seid ihr mal nicht so sicher. Carlito ist ziemlich alt und steckt mächtig was ein. Wird er das überstehen? Carlito ist der, der tötet, Baby Tigre. Niemand kann Carlito töten. Mach weiter! Wir sind fast bei der Höhle. Sie liegt auf der rechten Seite. Oh, ich glaube, Carlito ist meine neue Lieblingslegende. Ich tu so, als hätte ich nichts gehört.
aber ich verstehe dich. So, ja, wie gesagt, wirklich viel Schaden macht das Ding nicht. Aber gut, das scheint doch ein bisschen weiter zu gehen. In Ordnung. Dann fahren wir den bei der nächsten Folge zurück. Ich bedanke mich fürs Zuschauen auch wieder. Ihr hattet Spaß, seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.